Ja, schön, dann begrüße ich euch zur heutigen Yogastunde. Namaste. Ja, einige sind heute neu mit dabei und wie ich schon mitbekommen habe, sind auch einige dabei, die jetzt noch gar nicht so viel Yoga-Erfahrung haben. Und deswegen würde ich heute, bevor wir starten, nochmal ganz kurz erklären, warum wir eigentlich Yoga praktizieren und was es uns auch neben dem Fitness und neben dem körperlichen Ausgleich eben auch noch bringen kann. Yoga letztendlich bedeutet, dass wir wieder zum Einklang von Körper, Seele und Geist kommen. Und letztendlich ist das Ziel des Yoga, dass wir uns wieder auf unsere Körpermitte fokussieren. Ja? Das heißt, wir kommen von unserem Mind, von unserem Verstand zurück in unser Herz, in unseren Körper herein. Und das ist gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, weil doch die Gesellschaft sehr verstandesorientiert ist. Das heißt, wir werden eigentlich schon damit geprägt, dass wir eigentlich ständig im Kopf sind, ständig in den Zeiten umherwandern zwischen Vergangenheit und Zukunft und uns eigentlich gar nicht mehr so richtig auf uns selber fokussieren können, weil da einfach auch vielleicht zu viele Gedanken sind. Und was passiert dann letztendlich? Es ist dann so, dass wir eben unsere Energie, die wir eigentlich für unseren Körper zur Verfügung haben, ganz, ganz stark oben in unserem Kopf haben und gar nicht mehr in unserem Körper. Ja, und genau in diesem Moment kann natürlich der Körper auch nicht mehr richtig regenerieren und er fängt an, eigentlich nur noch zu funktionieren. Das kennen wir vielleicht auch. Dann haben wir das Gefühl, dass wir eigentlich gar nichts mehr richtig bewirken können, sondern dass wir eigentlich nur noch funktionieren. Und der Yoga kann uns dabei unterstützen, unseren Fokus wieder von hier oben zurück auf unser Körper zu bringen, zu lenken. Ja, und sind wir wieder bei unserem Körper, können wir auch wieder eine Klarheit dafür entwickeln, was wir eigentlich wirklich in unserem Leben möchten. Und da unterstützt uns der Yoga. Wichtig ist auch zu verstehen, nochmal für dich, dass Yoga nicht bedeutet, dass wir die Übungen, die wir machen, perfekt ausführen müssen. Yoga sollte letztendlich schon eine gewisse Anstrengung haben, weil wir letztendlich durch die Körperstellungen, die wir praktizieren, wieder wahrnehmen, was sich in uns drin anspannt. Und das unterstützt uns auch dabei, dass wir in dem Moment dann auch wieder in unserem Körper ankommen können. Das heißt, wir setzen bewusst diese Dehnungsimpulse, ja, und entspannen dann natürlich auch dadurch den Körper wieder. Ja. Wichtig ist aber wirklich, dass du trotz dieser Anstrengung einen Raum schaffst, dass du dich trotzdem das Gefühl hast, du kannst dich trotzdem entspannen und du verkrampfst nicht. Und das kann bei jedem ein bisschen anders aussehen. Da sind wir alle ganz unterschiedlich in unserer Anatomie. Ja, ich führe dich da heute so gut wie möglich rein und du schaust dann einfach für dich, was fühlt sich gut an und du kannst jederzeit auch aus der Position wieder rauskommen. Yoga ist auch immer wieder dieses Grenzentesten. So, wo liegen eigentlich meine eigenen Grenzen? Und es dann auch anzunehmen und zu akzeptieren. Und ja, das ist letztendlich der Weg des Yoga. Ja, gut. Wir beginnen mit der Anfangsentspannung. Dazu mach es dir ganz bequem auf deiner Yogamatte. Ja, schau, dass du dich dazu hinlegst, am besten in Rückenlage. Schau, dass die Beine etwa hüftweit auseinander liegen, die Füße etwas leicht nach außen geneigt sind. Schau, dass deine Wirbelsäule gerade aufliegt, in Verlängerung deines Scheitelpunktes. Die Arme etwas abseits von deinem Oberkörper. Die Handflächen nach oben neigen. Und solltest du Probleme haben im unteren Rücken, kannst du dir gerne auch eine Decke oder ein Kissen unter die Knie legen oder die Füße vor deinem Gesäß aufstellen. Ja, schau wirklich, dass du für dich eine bequeme Position findest. Ja, sodass du dann auch ganz bequem, ganz locker das Gewicht des Körpers gut an den Boden abgeben kannst. Ja, das ist ganz wichtig, weil wir eben auch, wenn wir viel in Gedanken sind, ganz, ganz schnell dazu neigen, dass wir festhalten, dass wir körperlich einfach anspannen. Und im Yoga wollen wir wieder lernen zu entspannen. Das heißt, die Muskulatur auch wieder loszulassen und dem Körper somit auch Entspannungsimpulse zu geben. Ja, nimm dir gerne auch eine Decke zur Unterstützung. Und dann, wenn du für dich bequem liegst, dann schließe deine Augen.
Nimm dich nochmal ganz bewusst in deiner Position wahr. Spüre den Kontakt des Bodens. Spür vielleicht auch die Länge deines Körpers vom Scheitelpunkt bis zu deinen Zehenspitzen. Die Weite vom Bauchraum bis zu deinen Fingerspitzen. Die Beschaffenheit des Bodens unter dir. Und dann durchwandere noch einmal deinen Körper. Schau nochmal für dich, ob es jetzt vielleicht noch Bereiche gibt, die du unbewusst noch anspannst, die du noch nicht ganz auflegen kannst, dann kannst du dort jetzt nochmal deine Atmung hindurchschicken. Ja, und dir vorstellen, dass du jetzt diese Bereiche auch ganz liebevoll loslässt. Und dann beginne dich, deine Atmung zu konzentrieren. Der Atem ist im Yoga dein Anker, der dich immer wieder zurückholt in deinen Körper hinein, in den Moment hinein, in dem du auch während der Yogastunde immer wieder nutzen kannst. Wenn du merkst, dass Gedanken wieder von dir abschweifen, dass du dich dann immer wieder mit dem Atem zurückholen kannst. Und dann spüre die Bewegung deiner Atemzüge. Schenke dir hier ein paar tiefe Atemzüge in den Bauchraum ein und wieder aus. Lass die Atmung wirklich ganz tief werden. Und dann beginne mit deiner Aufmerksamkeit, deine Atemzüge durch deinen Körper zu verfolgen. Das heißt, spüre einatmend den Weg über die Nase, über den Hals, über den Brustkorb, bis in den Bauchraum und ausatmend den Weg wieder zurück vom Bauchraum, über den Hals, über die Nase, wieder nach außen. In diesen Kreislauf deiner Bewegung war. Und erlaube es dabei, dass sich deine Atmung dabei ganz in deinen Körper hineinführt. Lass dann mit deiner nächsten Einatmung deine Aufmerksamkeit ganz bei deinem Bauchraum ankommen. Spüre hier die Weite, die mit der Einatmung geschieht. Spüre, wie sich der Bauchraum wieder senkt mit der Ausatmung. Und dann schicke von hier aus jetzt deine Atemzüge weiter mit der Ausatmung über dein Becken bis in deine Beine und in deine Füße hinein. Und hier kannst du dir jetzt einen Kreislauf vorstellen. Du dir vorstellst, dass du mit der Ausatmung durch die hintere Beinseite, die jetzt den Boden berührt, hindurchatmest bis in deine Zehenspitzen und einatmend den Atem wieder über deine Fußflächen, über dein Schienbein und Oberschenkel wieder aufsteigen lässt, bis in dein Becken hinein. Dass wir hier in deiner Vorstellung einen Kreislauf entstehen. Und dann mit der nächsten Einatmung komme mit deiner Aufmerksamkeit über Schienbein, Knie und Oberschenkel wieder zurück zu deiner Beckenbereich und spüre hier den Kontakt deines Steißbeins zum Boden.
Stell dir vor, wie du jetzt durch diesen Bereich hindurchatmest und dabei das Gewicht des unteren Rückens vollständig an den Boden unter dir abgibst. Und dann lasse von hier aus in deiner Vorstellung den Atem aufsteigen. Spüre in die Länge deiner Wirbelsäule hinein, in die Auflagefläche deines Rückens und lasse einatmend den Atem Wirbel für Wirbel aufsteigen, bis in deine Schultern hinein. Spüre dabei in den Kontakt deines Rückens und deiner Schultern in den Boden hinein. Und dann schau und beobachte mal, wie sich dein Rücken, deine Wirbelsäule heute Abend anfühlt. Solltest du irgendwo vielleicht jetzt Festigkeit oder Schwere wahrnehmen, dann schicke dort ganz bewusst deine Atmung hindurch. Stell dir vor, dass es jetzt von dir abfließt. Dann kommst du mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei deinen Schulterblättern an. Spürst da mal in den Abstand der Schultern zu den Ohren hinein und schaust mal ganz ohne, dass du das jetzt bewertest, nur beobachtest, wie viel Spannung jetzt gerade heute Abend auf deinen Schultern ist. Und sollte da jetzt irgendwo Festigkeit oder Spannung sein, dann lasse auch dort wieder deinen Atem hindurchströmen. Gib dann in deiner Vorstellung jetzt den Atem weiter ab. Lass ihn mit der Ausatmung über deine hintere Armseite bis in deine Fingerspitzen hineinstellen und einatmend zieh in deiner Vorstellung den Atem über die Handflächen, über die vordere Armseite wieder zurück bis in deine Schultern. Lass jetzt auch hier wieder einen Atemkreislauf entstehen. Komme dann mit der Einatmung über die vordere Armseite wieder zurück in deinen Brustraum hinein und schenke dir jetzt hier ein paar bewusste Atemzüge in den Brustkorb hinein. Und spüre jetzt hier mal die Weite, den Raum. Wunderbar, wie tief du hier ein- und ausatmen kannst. Spüre deine leicht geschlossenen Augen, die Wangen, den Kiefer, dein ganzes Gesicht. Und dann schaue auch hier, ob du mit der Ausatmung vielleicht die Spannungen aus deinen Gesichtsmuskeln lösen kannst, das Gesicht ganz weich werden lassen kannst. Und ganz hier oben angekommen, erweiterst du dann wieder deine Aufmerksamkeit auf deinen ganzen Körper. Schenkst du dazu nochmal ein paar tiefe Atemzüge und stellst dir dabei vor, dass du ausatmest, durch deinen ganzen Körper hindurch atmest. Bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen.
dieser beginnenden Entspannung in deinem Körper, dann kann nun auch nach und nach sich der Verstand wieder beruhigen. Und dann lade ich dich ein, genau diese beginnende Verbindung zu dir selbst, diese Verbindung zu deinem Körper, vielleicht sogar dieses beginnende Ankommen in dir, mit in die heutige Yogastunde hineinzunehmen. Lasse deine Atemzüge wieder tiefer werden, atme tief bis in den Bauchraum ein und aus. Nun bist dann wieder wahr, wie du jetzt am Boden liegst, mit allen Berührungspunkten deines Körpers am Boden. Beginne deine Füße und deine Hände wieder kreisen zu lassen. Und wenn du magst, dann recke und strecke dich noch einmal. Schau, welche Bewegung dir jetzt gerade gut tut. Vielleicht mag jetzt auch noch ein Dehnen aufkommen. Schau einfach, was sich dir gerade zeigt. Ist alles erlaubt. Und dann ganz in deiner Zeit findest du wieder zurück in eine sitzende Position auf deiner Yogamatte. Nimm dir gerne auch ein Kissen zur Unterstützung. Vielleicht auch, wenn du kein Kissen hast, kannst du dir gerne auch eine Decke zur Unterstützung nehmen. Und dann schau, dass du dich ganz bequem hinsetzt. Ja, achte auch nochmal darauf, dass deine Wirbelsäule ganz gerade ist, die Schultern ganz entspannt, sodass jetzt hier auch wieder diese Energie, die wir von unserem Kopf aus wieder in unseren Körper bringen, gut ins Fließen kommen kann. Und wenn du dich gut eingerichtet hast, kannst du die Augen dann auch wieder öffnen, ganz präsent, wieder ankommen, dennoch mit deinem Bewusstsein lade ich dich ein, immer wieder in deinen Körper zu kommen, immer wieder dort hineinzuspüren, was du wahrnehmen kannst. Und dann beginnen wir auch heute wieder unsere Yoga-Praxis mit den Atemübungen, Pranayama. Ja, Pranayama sorgt letztendlich dafür, dass wir wieder die Energie in unseren Körper ins Fließen bringen, dass wir uns einfach wieder auftanken, aufladen mit neuem Sauerstoff, sodass dann eben auch die ganzen Körperfunktionen wieder besser regeneriert werden, dass wir den Stress abbauen und ja, dadurch der ganze Körper auch wieder gut ins Gleichgewicht kommen kann. Da würde ich mit dir gerne nochmal die Übung machen, die wir gestern schon gemacht haben. Das war die Herzatmung. Für all die, die gestern nicht dabei waren, erkläre ich sie noch einmal kurz. Die Herzatmung geschieht in drei Schritten. Im ersten Schritt gibst du deine Hände vor dir in der Maske. Berührst dabei deinen Brustkorb mit deinen Daumen. Die Wirbelsäule ist ganz gerade. Mit der nächsten Einatmung gibst du deine Hände in die Kerzenstellerposition. Das bedeutet, dass deine Ellenbogen auf Schulterhöhe ungefähr sind, deine Schulterblätter nach hinten hin zusammenziehen, sodass du hier deinen Brustraum weitest und öffnest. Die erste Einatmung geschieht, dass wir in den Brustkorb einatmen. Mit der zweiten Einatmung strecken wir die Arme von hier aus gerade nach oben und ziehen den Atem dabei in den Bauchraum hinein. Das heißt, wir atmen nochmal tief ein, kommen hier vollständig in die Streckung, in die Öffnung hinein und mit der Ausatmung geben wir die Hände wieder vor uns in Namaste und die beiden Daumen berühren dabei wieder deinen Brustkorb. Das Ganze machen wir in einer fließenden Bewegung. Ja? Du kannst dabei auch gerne die Augen schließen. Das unterstützt dich dabei, dass du wirklich ganz bei dir ankommst. Atme tief ein, gib die Hände in die Kerzenständerposition. Spür die erste Öffnung im Brustbereich. Atme ein zweites Mal tief ein, gib die Arme gestreckt nach oben. Spreize dabei die Finger auseinander, spür die Länge, spür die Öffnung seitlich deiner Flanke.
Mit der Ausatmung gib die Hände wieder vor dir, Namaste, und berühre dabei mit den Daumen wieder dein Brustbein. Einatmen, einatmen, Arme strecken und ausatmen, Hände wieder vor dir, Namaste. Einatmen, öffnen, einatmen, strecken und ausatmen, Namaste. Praktiziere weiter in deinem eigenen Rhythmus mit geschlossenen Augen. Schau einfach, beobachte einfach und gleiche der Bewegung deiner Atmung an. Probier dabei wirklich vollständig so tief, wie es dir möglich ist, einzuatmen und mit der Ausatmung auch wieder vollständig allen Atem loszulassen. Je tiefer und bewusster du einatmest, desto mehr Sauerstoff, mehr Energie nimmst du dabei dann auch auf. Und dann komme mit geschlossenen Augen in der Vorstellung, dass du mit der ersten Einatmung den Atem, die Energie in deinen Brustraum hineinziehst, hineinatmest, mit der zweiten Einatmung deinen Bauchraum auch damit füllst, mit der Ausatmung lässt in deiner Vorstellung die Energie vom Bauchraum und vom Brustraum aus in deinen ganzen Körper hineinstrahlen. Spüre weiterhin einatmend in die Öffnung, in die Weite, und ausatmend nimm wahr, wie der Atem durch deinen ganzen Körper bis in die Fingerspitzen, die Zehenspitzen, bis in den Scheitelpunkt hineinströmt. Du kannst dir dabei auch eine Farbe vorstellen oder ein Licht. Und das kann dich dabei nochmal unterstützen. Und für die letzten drei Runden komme wirklich nochmal vollständig in deine maximale Einatmung und Streckung und Öffnung hinein. Mit der Ausatmung nochmal vollständig in dem Lösen deiner Atmung, in dem Leeren. Und spür hier wirklich nochmal hinein, wie weit du hier in die Dehnung gehen kannst, wie weit du dich hier strecken kannst, öffnen kannst. Und die Weite auch wieder loslassen kann. Und wenn du dann für dich die drei Runden beendet hast, dann lasse deinen Daumen auf deinem Brustkorb liegen. Lasse deine Atmung wieder beruhigen, spüre nach und schenke dir hier nochmal ein paar bewusste Atemzüge in deinen Brustraum hinein. Ja, stell dir jetzt hier Weite vor, stell dir hier Öffnung vor. Durch die Berührungspunkte deiner beiden Daumen am Brustbein. Ja, das unterstützt dich dabei, dass du mit deiner Aufmerksamkeit hier auch ganz in diesem Punkt ankommen kannst. Und dann löse langsam wieder auf. Gib deine Hände jetzt auf deine Oberschenkel. Ja, schau mal, vielleicht möchtest du nochmal deine Sitzposition verändern. Nach Möglichkeit komme in einen Schneidersitz hinein oder in den Fersensitz hinein. Schau mal, was sich für dich da heute Abend bequemer und angenehmer anfühlt. Lege dann deine Hände auf deine Oberschenkel. Wir beginnen jetzt mit kleinen Aufwärmsequenzen, speziell für die Wirbelsäule und für den unteren Rücken, und zwar mit dem Sufi-Kreis. Dazu beginnst du jetzt, deinen Oberkörper sanft zu rotieren, drehen zu lassen.
Bewegung kommt dabei aus deinem unteren Rücken. Die Beine sind dabei ganz fest mit dem Boden verbunden, während dein Oberkörper flexibel sich dreht. Und wenn du dich gut fühlst, kannst du auch hier wieder die Augen schließen und einfach mal wahrnehmen. Den Bewegungsfluss in deiner Wirbelsäule, in deinem Rücken wahrnehmen. Einfach mal beobachten und schauen, ob es heute Abend fließend ist. Oder ob es da vielleicht irgendwo Blockaden oder Bewegungseinschränkungen gibt. Auch hier wieder ganz liebevoll einfach nur beobachten, ohne bewerten. Und dann beginne, diese Suffixreise immer größer werden zu lassen. Schau hier wirklich mal, wo so dein Maximum ist, wie weit du hier in die Drehung reinkommen kannst. Die Hände kannst du dabei unterstützend nehmen, hier kannst du dich ein bisschen abstützen. Versuche aber weiterhin den Unterkörper fix und stabil zu lassen, während nur dein Oberkörper sich rotiert. Große Bewegungen. Und wenn du hier gut dabei bist, dann nimmst du jetzt auch deine Atmung mit dazu. Das heißt, immer dann, wenn du nach vorne dich drehst, atmest du ein und nach hinten atmest du aus. Dann gleiche auch hier wieder der Bewegung ganz deiner Atmung an. In deinem Rhythmus. Große Bewegungen. Deine Aufmerksamkeit im Bereich deines unteren Rückens, im Bereich der Wirbelsäule. Und dann lass die Bewegungen langsam wieder kleiner werden. Pende dich wieder zu deiner Körpermitte ein. An den Körper ganz still werden. Spüre einen Moment in diese Stille hinein. Vielleicht merkst du jetzt auch kleine Impulse in der Wirbelsäule. Das ist immer ein Zeichen, dass wir hier wieder den Kreislauf, den Energiekreislauf angeregt haben. Und dann beginne nochmal die Suffixkreise zur anderen Seite. Auch hier wieder große kreisende Bewegungen. Mit geschlossenen Augen, dass du wirklich in diese Wahrnehmung reinkommen kannst. Und auch hier geht wieder mit der Einatmung der Oberkörper vor, mit der Ausatmung zurück. Ja, die Suffixkreise eignen sich auch sehr, sehr gut bei Blockaden und Verspannungen im unteren Rücken oder auch bei Ischiasbeschwerden. Und sorgt einfach dafür, dass der ganze Oberkörper flexibler wird. Und dann pende dich auch hier wieder langsam zu deiner Körpermitte ein. Die Bewegungen ganz still werden. Finde hier wieder deinen Mittelpunkt, dass du wieder gerade und gut aufgerichtet bist. Die Schultern ganz entspannt. Steif beim Ziehen in Richtung des Bodens. Und dann spür auch hier nochmal für einen kurzen Moment nach. Gut. Dann kannst du deine Augen wieder öffnen. Wir dehnen jetzt nochmal die seitlichen Flanken. Dazu gibst du jetzt deine linke Hand seitlich neben dein linkes Bein und streckst ausatmend den rechten Arm über dein Ohr zur linken Seite. Ja, schaffst hier Länge, schaffst hier Raum in der rechten Körperhälfte. Mit der Einatmung kommst du zur Mitte zurück und mit der Ausatmung zieh dich rüber zur anderen Seite. Einatmend hoch und ausatmend zur anderen Seite. Jetzt zieh den Arm hier wirklich mit der Ausatmung richtig schön in die Länge
zieh deine Schulter in Richtung deiner Wirbelsäule, sodass du hier wirklich Raum schaffst, dass sich die Flanken schön weit öffnen und dehnen können. Und auch hier wieder ganz in deinem Rhythmus. Ja, schau, was sich für dich heute gut anfühlt. Du entscheidest. Und wenn du dann das nächste Mal über rechts wieder zur Mitte kommst, leg deine Hände wieder ab, kreise und lockere einmal deine Schultern. Kommen dann noch einmal in eine Rotation hinein. Dazu gibst du mit der Ausatmung deine rechte Hand jetzt auf deinen linken Oberschenkel und drehst dich dabei mit geradem Rücken zur linken Seite rüber. Mit der Einatmung gib die Hände wieder zurück auf deine Oberschenkel und mit der Ausatmung gib deine linke Hand auf deinen rechten Oberschenkel und dreh dich dabei mit geradem Oberkörper rüber zur rechten Seite. Auch hier wieder im Wechsel. Mit jeder Einatmung kommst du zur Körpermitte zurück. Mit der Ausatmung kommst du in die Rotation hinein. Ganz in deinem Rhythmus. Und schau auch wirklich, dass die Bewegung dabei aus deiner Wirbelsäule kommt, aus deinem unteren Rücken. Und schau auch mal, wie weit du in die Bewegung reingehen kannst, wo so deine Grenze ist. Und wenn du dann das nächste Mal über rechts wieder zur Mitte kommst, dann bleibe in deiner Mitte, kreise und lockere noch einmal deine Schultern. Schließ die Augen, schenk dir nochmal ein paar tiefe Atemzüge und spür es auch hier nochmal in deinen Rücken nach. Spür in deine Wirbelsäule hinein. Schau jetzt mal hier, wie sich der Oberkörper jetzt schon nach so ein paar Bewegungen anfühlt. Wie du jetzt hier schon Flexibilität und Raum geschaffen hast in dir und dich schon mal gut aufgewärmt hast für die folgenden Übungen. Gut, dann komme in eine stehende Position auf deine Yogamatte. Lege dein Yogakissen und deine Decke schon mal zur Seite, dass du genügend Platz hast. Am besten, dass deine Yogamatte schon mal komplett leergeräumt ist. Dann komm in einen weiten Stand auf deine Yogamatte. Zieh dabei die Fersen nach innen, lass die Zehen etwas nach außen gehen und komme dann mit deinem Steißbein tief. Ja, achte darauf, dass dein unterer Rücken gerade ist. Ja, wenn du merkst, du hier leicht ins Hohlkreuz gehst, dann gib die Beine etwas weiter zusammen, ja, so dass du dich bequem hinstellen kannst. Ja, dass es für dich keine Anstrengung ist. Gut. Deine Knie ziehen nach außen, während deine Oberschenkelinnenseiten nach innen ziehen. Ja, sodass du jetzt hier Spannung aufbaust in deinen Oberschenkeln und in deinen Gesäßhälften. Gib dann die Hände erstmal wieder hier in die Kerzenständerposition, Ellenbogen ungefähr auf Schulterhöhe. Das ist im Yoga die Position der Göttin für Stärke, für Kraft, für Stabilität. Und wir kommen jetzt hier in eine fließende Bewegung hinein. Das heißt, mit der Ausatmung senkst du deine Hände, lässt deine Hände vor dir schwingen. Mit der Einatmung richtest du dich auf, streckst die Beine dabei durch und gibst die Arme nach oben. Mit der Ausatmung komme wieder tief, gib die Hände nach unten und einatmend strecke dich nach oben. Zieh dabei die Schulterblätter außen zusammen, ja, sodass du hier auch wieder Weite und Raum schaffst. Ausatmen. Aktivität und Spannung in den Beinen. Einatmen, Streckung und Öffnung im Brustraum. In einer fließenden Bewegung ausatmen. Einatmen. Aus.
und ein. Und auch hier schließe gerne wieder die Augen. Ja? Spüre hier wirklich dieses Wechselspiel aus Anspannung, aus Entspannung. Was das große Geschenk trotz Anstrengung für dich bereithält, dass du hier wirklich voll und ganz bei dir ankommen kannst. Ja? Sobald es anstrengend wird, sind wir mit unserer Konzentration in unserem Körper und die Gedanken können dann nicht in die Zukunft oder in die Vergangenheit ausweichen. Ja, deswegen sind diese anstrengenden Übungen immer ganz gut, um uns hier wieder zu fokussieren. Eine letzte Runde. Komm noch einmal tief, dann bleibe hier tief. Schau mal, wie weit du runtergehen kannst. Nochmal zur Erinnerung, Knie ziehen nach außen, während die Oberschenkel Innenseite nach innen ziehen, Gesäß ist aktiv. Ja, spür hier die Kräftigung. Und dann ganz langsam strecke dich nach oben, gib die Arme nochmal nach oben. Gib dann die Beine wieder zusammen. Dann greife mit deiner rechten Hand dein linkes Handgelenk. Mit der Ausatmung zieh dich hier nochmal rüber zur rechten Seite. Mit der Einatmung komm zur Mitte. Greife dein rechtes Handgelenk. Und ausatmen, zieh dich nach links. Nochmal. Einatmen. Nach oben ausrichten. Linkes Handgelenk greifen. Und ausatmend, zieh dich nach rechts. Einatmend hoch und ausatmend, zieh dich nach links. Dann komme mit der Ausatmung wieder zur Mitte zurück und komme jetzt ans vordere Ende deiner Yogamatte. Zum Aufwärmen beginnen wir heute mit einer Variation des Sonnengrußes. Heute machen wir einen entspannten Sonnengruß, ja, der auch ganz gut für Anfänger geeignet ist. Ja, das richte dich hier gut auf, am vorderen Ende deiner Yogamatte. Ja, schau nochmal, pende dich hier gerne nochmal mit den Füßen ein, so einfach mal dein Gewicht von den Fersen bis zu deinen Zehenballen auspendeln lässt. Und dann verlagere dein Gewicht gleichmäßig auf die Fersen und auf die Zehenballen. Achte darauf, dass dein Rücken, dein Körper ganz gerade ist. Gib dann mit der Ein- und Ausatmung die Hände vor dir in Namaste. Rühre mit den Daumen wieder dein Mund frei. Mit der Einatmung strecke die Arme weit nach oben. Mit der Ausatmung beuge deine Knie und lege dabei deine Hände neben deinen Füßen ab. Knie sind angebeugt, sodass sich die Hände gut aufstellen können. Mit der Einatmung mache mit dem rechten Fuß einen weiten Schritt nach hinten. Hände sind aufgestellt. Mit der Ausatmung nimm dein linkes Bein mit dazu. Wir kommen in die schiefe Ebene. Der Bauchraum ist dabei aktiv. Spüre hier die Kräftigung, die Spannung in deinem Bauchraum. Dann senke jetzt hier die Knie und komme mit deinem Gesäß zu deinen Fersen an, lege deinen Kopf am Boden ab und wandere dabei mit den Fingerspitzen nach vorne zum Mattenanfang. Mit der Einatmung rolle dich hier langsam wieder auf, stelle deine Zehenspitzen auf und mit der Ausatmung strecke dein Steißbein nach oben hinaus, strecke deine Beine aus, dein Oberkörper zieht zu deinem Oberschenkeln, herabschauender Hund. Mit der nächsten Einatmung beuge wieder die Knie an, setze die Knie auf, du bist im Vierfüßler, gib dann von hier aus deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände, gib deinen linken Fuß mit dazu, Beine sind angebeugt, ja, strecke dann die Arme nach vorne, der Oberkörper liegt jetzt auf deinen Oberschenkeln ab und dann drücke dich hier aus der Kraft deiner Beine wieder hoch in eine stehende Position und ausatmen. Namaste. Gut, die andere Seite. Gib einatmend, ausatmend, die Hände vor dir. Mit der Einatmung strecke die Arme nach oben. Mit der Ausatmung gib die Hände zum Boden, Knie sind angebeugt. Gib dein linkes Bein weit zurück,
Ja, schau mit deinem Blick nach vorne, öffne deinen Brustraum nach vorne, spür die Dehnung in deiner hinteren Beinseite. Gib dein rechtes Bein dazu, schiefe Ebene, Bauchraum ist aktiv. Dann senke deine Knie, wandere mit deinem Gesäß wieder zurück zu deinen Fersen, der Kopf legt sich ab. Die Finger wandern nach vorne zum Mattenanfang. Dann rolle dich mit der Einatmung wieder auf in den Vierfüßler. Stelle deine Zehenspitzen auf und komme hier in den herabschauenden Hund. Becken zieht dabei nach oben, Oberkörper zieht zu den Oberschenkeln. Der Bauch ist aktiv und dein Kopf entspannt, baumelt zwischen den Armen. Schultern ziehen nach außen, unten. Und dann senke wieder deine Knie zum Boden. Gib den linken Fuß zwischen deine Hände. Gib den rechten Fuß dazu. Lege hier auch jetzt wieder deinen Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab. Strecke die Arme nach vorne und aus der Kraft deiner Beine drücke dich nach oben. Und gib die Hände wieder vor dir in Namaste. Die letzten zwei Runden. Einatmend, ausatmen. Gib die Hände vor dir. Mit der Einatmung strecke die Arme nach oben. Mit der Ausatmung gib die Hände zum Boden. Beine sind angebeugt. Gib einatmend das rechte Bein weit zurück. Blick ist dabei nach vorne. Mit der Ausatmung gib das linke Bein dazu. Schiefe Ebene. Bauch ist aktiv. Senke die Knie. Komme mit dem Gesäß zu deinen Knien, zu deinen Fersen an. Kopf legt sich ab. Die Finger wandern wieder nach vorne zum Mattenanfang. Rolle dich auf, stelle die Zehenspitzen auf und mit der Ausatmung strecke dein Steißbein nach oben zum Himmel. Beine sind gestreckt, Kopf ist entspannt zwischen den Armen. Senke wieder deine Knie, gib dein rechtes Bein nach vorne, gib dein linkes Bein dazu. Lege deinen Oberkörper auf deinen Oberschenkeln ab. Mit der Einatmung strecke dich nach oben. Mit der Ausatmung Hände vor dir in Namaste. Letzte Runde. Einatmen, ausatmen. Einatmen, streck die Arme nach oben. Mit der Ausatmung gib die Hände zum Boden, Knie angebeugt. Gib dein linkes Bein weit zurück. Gib dein rechtes Bein dazu. Schiefe Ebene. Senke deine Knie. Wandere mit deinem Gesäß zu deinen Fersen. Arme ziehen dabei nach vorne. Dann rolle dich auf. Stell die Zehenspitzen auf. Strecke dein Gesäß nach oben. Herabschauender Hund. Und dann senke wieder deine Knie. Gib den linken Fuß zwischen deine Hände. Gib den rechten Fuß dazu. Spanne dein Gesäß an. Gib die Arme nach vorne. Und aus der Kraft deiner Beine drücke dich nach oben. Zieh dich hier nochmal in die Länge. Und ausatmen. Namaste. Sehr gut. Dann bleibe hier für einen kurzen Moment. Schließe nochmal die Augen. Spür nochmal die Berührung deiner Füße zum Boden. Dann lasse deinen Atem jetzt wieder sanft beruhigen. Spür dich nochmal in deiner Länge von den Füßen bis zum Scheitelpunkt und stell dir vor, wie du den Atem jetzt durch den Boden, durch die Füße hindurchziehst und bis in deinen Scheitelpunkt hineinströmst. Und dann ganz langsam komm in Rückenlage auf deine Yogamatte. Wir praktizieren jetzt den Schulterstand. Ja. Du kannst dir dazu gerne auch zur Unterstützung ein Kissen oder eine Decke nehmen. Rolle dich Wirbel für Wirbel ab, lege dich auf deinen Rücken. Gib die Arme dann dicht neben deinen Körper. Ja? Wenn du heute den halben Schulterstand praktizieren möchtest, dann stelle jetzt deine Füße auf, hebe dein Becken nach oben
und lege dann ein Kissen oder eine Decke unter dein Steißbein und gib dabei einfach die Beine nach oben. Ja, das ist der halbe Schulterschritt. Die Arme bleiben dabei entspannt neben dem Körper. Deine hintere Beinseite ist durchgestreckt. Ja, wenn du vertraut bist mit dem Schulterstand, kannst du jetzt auch hier in den vollständigen Schulterstand kommen, indem du dich mit der Einatmung auf deine Schultern rollst, die Arme dicht am Körper hältst und mit der Ausatmung deine Hände zu deinem Steißbein bringst und hier wirklich vollständig in den Schulterstand reinkommst. Und dann atme hier tief, lass die Bewegung ganz still werden. Dann spüre in diese Dehnung hinein, in deine Schulterblätter. Falls du eine Wand hast, kannst du auch gerne an der Wand praktizieren, indem du einfach deine Füße an die Wand aufstellst und dein Becken dabei nach oben anhebst. Das kann dich auch dabei unterstützen. Und dann kommen wir hier ganz an, in den Schulterstand, tiefe Atmung. Und stell dir vor, wie du mit der Ausatmung hier immer länger wirst. Wenn du in dem halben Schulterstand bist, dann spüre in deine hintere Beinseite hinein. Spür hier die Dehnung, spür hier die Länge. Und stell dir vor, wie du ausatmend jetzt hier alle Spannungen aus deinem Körper, über deine Schultern, in den Boden abfließen lässt. Ja, der Schulterstand ist sehr, sehr schön, weil er eben Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich löst. Tiefe Atmung hier. Ganz langsam mit der Ausatmung. Hier gib deine Hände wieder zum Boden und rolle dich langsam Wirbel für Wirbel wieder zurück und komme in Rückenlage auf deine Yogamatte. Im halben Schulterstand stelle deine Füße erst wieder auf, hebe dein Becken nach oben und lege dann dein Kissen wieder zur Seite und finde dann wieder in deinen Rücken entspannen. Halte hier für einen kurzen Moment inne, spüre einfach nach. Lass in deinem Bewusstsein mit jeder Ausatmung auch hier wieder alle Spannungen von dir abfließen. Ja, stell dir vor, wie du jetzt mit der Ausatmung wieder Raum und Weite in dir, in deinem Körper schaffst. Dann gib nochmal deine beiden Knie zu deinem Oberkörper. Umschließe die Knie mit deinen Händen. Beginne nochmal kreisende Bewegungen zu machen mit den Knien. Lockerung des unteren Rückens. Und wenn du schaffst, rolle dich hier direkt auf in eine sitzende Position oder komm über die Seite in eine sitzende Position. Nimm dir gern auch hier wieder ein Kissen zur Unterstützung. Setz dich hier so ein bisschen auf das vordere Ende deines Kissens, kannst auch alternativ eine Decke nehmen. Ja, einfach, dass hier die Beckenkippung etwas begünstigt wird, dass du dich mehr auf deinem unteren Rücken aufrichten kannst. Sehr gut. Lasse die beiden Beine gestreckt. Lasse deine Zehenspitzen jetzt nach oben zur Decke zeigen. Schau, dass dein Rücken ganz gerade ist. Kommen jetzt in die Vorwärtsbeuge. Dazu geht mit der Einatmung die Arme gestreckt nach oben. Und mit der Ausatmung zieh dich aus deinem unteren Rücken nach vorne. Zieh dabei die Arme auch nach vorne und stell dir hier wieder eine Wand vor dir vor, die du wegdrücken möchtest. Ja? Und dann merkst du irgendwann, dass da ein Punkt kommt, wo es einfach nicht weitergeht und dann legst du deine Hände dort ab, wo du jetzt gerade hinkommst. Es kann an den Knien sein, es kann am Schienbein sein, vielleicht sogar, wenn du besonders gelenkig bist, an den Füßen sein. Ja, und dann platziere deine Hände jetzt einfach dort, wo du hinkommst.
Dann schau nochmal, dass dein oberer Rücken möglichst gerade ist. Das heißt, wir schaffen Länge im unteren Rücken. Steißbein zieht zum Boden. Ja, schaffe hier Länge, schaffe hier Raum, ja, sodass sich jetzt auch ein Druck in deinem Bauchraum bemerkbar macht. So ganz sanft. Ja, durch die Länge, die wir in der Wirbelsäule schaffen, ja, sorgen wir für einen Druck im Bauchraum, der wiederum die ganzen Bauchorgane und Verdauungsorgane aktiviert und reinigt. Und mit geschlossenen Augen kannst du jetzt hier mal ganz bewusst, ganz tief hineinatmen. Und dann schau auch mal, was deine Schultern hier machen in der Position. Ja? Meistens ist es so, wenn die Übung anstrengend für uns ist, dass wir automatisch irgendwo kompensieren und Spannung aufbauen. Solltest du jetzt merken, dass die Schultern sich anspannen, dann lasse hier ganz bewusst die Spannungen los. Dann lass die Schultern einfach ganz sanft nach unten fallen, in Richtung des Bodens. Und schaffe ausatmend hier immer mehr Länge, immer mehr Raum. Das kann am Anfang auch noch so aussehen, dass du einfach ganz gerade sitzt und minimal nur nach vorne gehst. Und dann atme hier tief. Spüre auch in deine hintere Beinseite hinein. Lasse hier auch mit der Ausatmung bewusst die Spannungen ganz von dir abfließen. Das ist eine sehr intensive, eine sehr, sehr wirkungsvolle Yoga-Stellung, die die ganze hintere Körperseite dehnt und aktiviert. Und dann ganz langsam findest du wieder zurück, streckst die Arme noch einmal nach vorne aus, spannst den Bauchraum an und mit der Einatmung kommst du mit geradem Rücken nach oben, ziehst die Arme nochmal nach oben, ziehst die Schultern von den Ohren weg, schaffst hier auch nochmal Länge, schaffst hier Raum. Mit der Ausatmung gib die Hände hinter dir, stell die Füße vor dir auf und komm mal als Gegenbewegung einmal in den Tisch hinein, spanne dabei dein Gesicht an. Die Veratmung hier und mit der Ausatmung löse wieder auf, lege dein Kissen zur Seite und komme dann in Bauchlage auf deine Yogamatte. Bilde dabei mit den Händen ein Kissen vor dir und hier kannst du jetzt Wangen oder Stirn ganz bequem aufliegen. Ja, lass deine Fersen nach außen fallen, die beiden großen Zehen sich berühren und dann lockere hier in der Position noch einmal deinen unteren Rücken, indem du ihn sanft hin und her bewegst. Und es kann jetzt gut sein, dass es sich bemerkbar macht durch diese intensive Dehnung, die wir in der Vorwärtsfolge hatten. Ja, dann schenke dir jetzt hier bewusst ein paar tiefe Atemzüge und vertraue darauf, dass die Dehnung gleich ganz wie von selbst wieder verschwindet. Dann lass die Bewegung wieder ganz still werden. Ja, schenke dir hier nochmal ein paar Momente der tiefen Bauchatmungszüge. Durchwandere hier nochmal deinen Körper und schau, ob du jetzt hier unbewusst irgendwelche Bereiche in dir noch anspannst. Dann kannst du diese jetzt auch sanft lösen und ausatmend in deiner Vorstellung alle Spannungen an den Boden abgeben, abfließen lassen. Und dann stelle dich wieder auf Bewegung ein. Gib die beiden Fersen zusammen. Die Fußrücken legen sich auf. Gib dann deine Hände gefaltet hinter deinem Rücken. Zieh die Hände dabei in Richtung deiner Füße nach hinten. Zieh die Schulterblätter zusammen. Der Blick ist nach unten gerichtet zur Yogamatte. Und mit der Einatmung zieh dich aus der Kraft deiner Rückenmuskulatur nach oben. Tiefe Bauchatmung hier, spür die Kräftigung in deiner Wirbelsäule, die Kräftigung der Rückenstrecker. Und dann achte auch darauf, dass du jetzt deine Fußflächen gegen den Boden drückst, ja? Dass du im unteren Rücken stabil bist, das Gesäß ist angespannt.
Und dann stell dir vor, dass du den Atem jetzt wirklich in deiner Vorstellung ja über deine Wirbelsäule hineinströmst. Stell dir vor, dass du durch deine Wirbelsäule hindurch atmest und sich dadurch der ganze Rücken wieder mit Sauerstoff, mit Energie füllt. Du kannst jederzeit auch wieder zurückkommen in die Bauchentspannungslage. Achte auf deine Grenzen, achte auf dich, ganz wichtig. Und dann langsam, wenn du noch in der Position bist, löse wieder auf. Gib die Hände wieder zum Kissen vor dir, lege Wangen oder Stirn ab, lass die Fersen wieder nach außen fallen, die beiden großen Zehen sich berühren. Und lasse jetzt hier wieder in der Bauchentspannungslage ganz bewusst alle Spannungen los. Schenke dir hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Der Kopf legt wieder ganz entspannt ab. Deine Handflächen. Alle Bereiche deines Körpers sind entspannt. Und dann stelle deine Hände wieder unter deine Schultern auf und drücke dich hier hoch in den Vierfüßler hinein. Ja, richte dich hier wieder gut ein, die Hände unter die Schultern, deine Knie ungefähr unter deinen Hüften. Und dann komme jetzt hier nochmal in einen Rundrücken hinein mit der Einatmung, zieh dabei dein Kinn in Richtung deines Brustbeines und drücke dabei deine Hände fest gegen den Boden. Mit der Ausatmung komm in die Gegenbewegung. Komm in ein Hohlkreuz. Gib dabei deinen Kopf nach oben. Einatmen, nochmal runddrücken. Kinn zieht wieder in Richtung deines Brustbeines. Und ausatmend, Hohlkreuz, der Kopf geht wieder nach oben. Dann schenke dir hier ein paar Bewegungen. Auch hier wieder mit geschlossenen Augen und stell dir dabei vor, dass du hier wirklich jeden einzelnen Wirbel nochmal mobilisierst, aktivierst und lockerst. Mit deinen tiefen Atemzügen. Die beste Übung bei Rückenbeschwerden, die Katzekuh, ja, löst alle Verspannungen, Blockaden in der Wirbelsäule. Ja, ganz sanft. Dann komme wieder zurück zum Vierfüßler. Und im Vierfüßler gibst du jetzt mal deinen linken Fuß zwischen deine Hände. Ja? Wenn dir das nicht gelingt, kannst du gerne auch mit deiner Hand ein bisschen unterstützen. Ich muss nochmal gucken mit den Kopfhörern. So, okay. Gut. Dann stelle deinen rechten Fuß auf und gib dabei dein rechtes Knie etwas weiter zurück nach hinten. Lege das Bein wieder auf, lege den Fuß auf, ja. Solltest du jetzt Knieprobleme haben, kannst du gerne auch unter das Knie einfach eine Decke runterlegen und es so ein bisschen stützen. Dann richte dich auf. Ja, komme. Richte dich auf, schaue mit dem Blick nach vorne, öffne dabei dein Brustbein nach vorne hin, zieh die Schulterblätter zur Wirbelsäule hin. Ja, und lasse jetzt hier ganz dein Steißbein in Richtung des Bodens sinken. Tiefe Atmung hier, spür in die Dehnung hinein. Versuch dich hier aus dem Brustraumbereich immer mehr zu öffnen. Du kannst gerne auch zwei Fäuste bilden und die Fäuste auf dem Boden abstellen. Schau, was sich für dich besser anfühlt, gut anfühlt. Bei zu viel Dehnung kannst du jederzeit dein Knie auch wieder etwas weiter nach vorne ablegen. Und dann richte dich hier gut ein. Wenn du weitergehen möchtest, kannst du jetzt hier auch noch einmal deine Hände auf deinen Oberschenkeln ablegen und ganz sanft dein Gewicht nach vorne verlagern. Ja? So intensivierst du hier die Dehnung seitlich in der Hüfte.
tiefe Atmung in diesem Bereich. Weiterhin öffnest du deinen Brustraum nach vorne und lässt dir einfach die Schwerkraft wirken. Die Fortgeschrittenen können jetzt hier auch nochmal die Arme heben, weiten, vielleicht sogar auch den Fuß aufstellen, das Knie durchstrecken. Schau, was sich für dich heute Abend gut anfühlt. Und dann langsam löst du wieder auf, deine Hände wieder zum Boden, komm zurück, Vierfüßler. Ja, und von hier aus strecke dein linkes Bein jetzt nochmal weit nach hinten aus als Gegenbewegung. Dann löse es wieder auf und dann wechsle einmal die Seite. Gib jetzt deinen rechten Fuß zwischen deine Hände. Wenn du eine Decke benötigst, lege eine Decke unter dein Knie. Dann stelle deinen linken Fuß auf und dann gib dein linkes Knie ein Stückchen weiter nach hinten. Ja, du schaust für dich, ja, in welchem Bewegungsausmaß es geschieht. Dann richte deinen Oberkörper wieder nach vorne hinauf. Lass dein Steißbein wieder nach unten ziehen in Richtung des Bodens und versuche jetzt hier, auch wenn du Spannungen in der Hüfte, im Becken wahrnimmst, diese Spannungen loszulassen. Das heißt, dort hineinzuatmen und dort nicht anzuspannen. Zieh die Schulterblätter in Richtung der Wirbelsäule zusammen und spüre hier die Öffnung, die in deinem Brustraum entsteht. Tiefe Atmung. Im Yoga der Halbmond und auch der Drache. Und auch wenn du hier weitergehen möchtest, damit ich dich gut und sicher fühlst, gib deine Hände auf deine Oberschenkel, verlagere dein Gewicht nach vorne, einatmen die Arme nach vorne und ausatmen nach oben. Öffne dabei. Noch weiter deine Oberkörper Vorderseite, zieh die Schulterblätter zusammen. Position Halbmond. Und ausatmend, gib die Hände wieder zum Boden. Gib dein linkes Knie wieder etwas weiter zur Mitte. Und dann lasse dein rechtes Bein nochmal nach hinten hin ausstreben, als Gegenbewegung. Und dann löse sanft wieder. Komme in den Fersensitz. Und hier strecke jetzt beide Beine nach vorne hinaus. Komm hier in einen geraden Sitz. Dann gib deine beiden Gesäßhälften etwas auseinander, sodass du mit deinen Sitzbeinhöckern gut aufsitzt. Ja, solltest du jetzt hier auch Schwierigkeiten haben, dass du merkst, du kommst hier in einen Rundrücken hinein, kannst dich hier nicht aufrichten, dann nehmen wir auch hier wieder unterstützend die Decke oder ein Kissen als eine Art Keil, ja, sodass du dich hier besser aufrichten kannst. Dann stelle deinen rechten Fuß an die Außenseite deines linken Oberschenkels auf. Umarme jetzt dein Bein und richte dich hier aus deiner Wirbelsäule heraus nochmal richtig auf. Rücken ist gerade. Dann gib deinen linken Arm dein rechtes Bein hindurch und drehe dich dabei schon etwas rüber zur rechten Seite. Gib einatmend deinen rechten Arm nach oben und mit der Ausatmung drehe dich nach rechts und stelle die rechte Hand ganz dicht an deinem Körper neben dich auf. Verdreh sie. Atme hier tief entlang der Wirbelsäule. Schau mal, dass du dich hier gut ausrichtest. Spür in deine Wirbelsäule hinein. Ja, achte darauf, dass du hier wirklich ganz gerade bist. Und dann schau mal, ob du vielleicht die linke Schulter noch etwas weiter nach vorne bringen kannst. Die rechte Schulter noch etwas weiter nach hinten bringen kannst. Und dann atme hier ganz tief, ganz bewusst entlang der Wirbelsäule hindurch. Du kannst dir hier auch einen Faden vorstellen, der durch deine Wirbelsäule hindurchgeht, über deinen Scheitelpunkt mit dem Himmel verbunden ist und dich somit aufrichtet. Wenn es zu viel Dehnung ist, kannst du jederzeit auch hier wieder ein bisschen zurückkommen. Ja, achte hier auch wieder gut auf dich. Und der Drehsitz sorgt letztendlich für einen Ausgleich der rechten und der linken Körperhälfte. Die ganze Wirbelsäule wird dadurch mobilisiert.
und gedehnt, ja. Und dadurch werden auch wieder alle Organe in uns drin aktiviert, gereinigt durch die Rotation, die entsteht. Und somit können eben dann auch wieder gut Giftstoffe abtransportiert werden. Deswegen ist der Drehsitz im Yoga eines der wichtigsten Übungen. Und mit der Einatmung gib deinen rechten Arm wieder nach oben. Dreh dich ausatmend zur Mitte zurück. Senke die Hand und dann wechsle einmal die Seiten. Stelle deinen linken Fuß auf, an die Außenseite deines rechten Oberschenkels. Ja, schau hier nochmal, dass du dich gut einrichtest. Prüf nochmal, dass deine Sitzbeinhöcker gut aufsitzen. Und dann gib den rechten Arm und dein linkes Bein. Ja, schaffe hier nochmal Länge in deiner Wirbelsäule aus deinem unteren Rücken. Gib einatmend den linken Arm nach oben. Mit der Ausatmung drehe dich nach links. Stelle die linke Hand ganz dicht an deinem Körper auf und schließe auch hier wieder die Augen. Komme ganz in der Wahrnehmung an, in deiner Wirbelsäule und schicke dort jetzt wieder deine Atmung durch deine Wirbelsäule hindurch. Und schau hier, ob du vielleicht die linke Schulter noch etwas weiter nach hinten bringen kannst, die rechte Schulter noch etwas weiter nach vorne bringen kannst. Und dann schenke dir hier diese tiefe Atemzüge. Ja, durch unsere Wirbelsäule verläuft auch unser Nervensystem. Und durch die Rotation wird hier auch das Nervensystem wieder aktiviert und beruhigt. Und dadurch werden auch Stresshormone im Körper wieder ganz bewusst abgebaut. Deswegen kann die Übung auch unterstützend sein, nach einem stressigen Tag zum Beispiel, um wieder in die eigene Ruhe zurückzukommen. Und mit der nächsten Einatmung gib den linken Arm wieder nach oben, dreh dich ausatmend zur Mitte zurück, senke die Hand. Dann lockere noch einmal deine Beine. Und dann kommen wir in eine stehende Position auf deine Yogamatte. Wir machen ganz zum Schluss noch eine kleine Balanceübung. Du kannst dir dazu gerne auch die Wand zur Unterstützung nehmen. Gut, verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein. Deine Option, dein rechter Fuß, stellt sich entweder auf Zehenspitzen neben deinem linken Fuß auf. Zweite Option, auf deinem linken Fuß drauf. Dritte Option, entweder am Knie oder, wenn du geübt bist, kannst du es auch an deinem Oberschenkel ablegen. Ja, du kannst dir gerne auch die Wand zur Unterstützung nehmen, um das Gleichgewicht zu halten. Wenn du die Wand nicht brauchst, dann gibst du die Hände vor dir, Namaste, und gibst die Arme nach oben in die Position des Baumes hinein. Hier werden gerade auch die tiefer gelegenen Fußmuskeln gestärkt, Gleichgewicht wird geschult. Und dann löse langsam wieder auf, senke erst deine Hände, dann wieder deinen Fuß. Und dann wechseln wir einmal zur anderen Seite. Auch hier wieder deine Option. Entweder den linken Fuß aufstellen, neben dem rechten auf dem rechten Fuß drauf, seitlich an deinem Bein oder vielleicht sogar an deinem Oberschenkel. Ja, finde ich auch hier wieder dein Gleichgewicht. Ja, schau, dass du deinen Fuß gut balancierst. Ja, ungefähr Ferse und Zehenballen tragen dasselbe Gewicht. Und dann nimm entweder die Wand wieder zur Unterstützung oder gib die Hände vor dir, Namaste, und gib die Arme nach oben. Komme hier in den Baum hinein. Ja, tiefe Atemzüge unterstützen dich dabei, Fokus ganz auf deine Füße gerichtet. Ja, hol deine Aufmerksamkeit ganz nach unten in die Füße und somit bist du automatisch auch wieder in deinem Körper drin.
Und dann langsam senke erst wieder die Hände. Senke den Fuß. Dann lockere noch einmal deine Beine. Ja, vielleicht magst du nochmal den Oberkörper etwas rotieren. Lockern, indem du ihn nach rechts und nach links bewegst. Und dann hast du es für heute geschafft. Du kannst dich ganz bequem einrichten für die Tiefenentspannung, Shavasana. Dazu legst du dich wie bei der Anfangsentspannung ganz bequem auf deine Yogamatte. Nimm dir gerne auch ein Kissen. Nimm dir gerne eine Decke. Schau, was du für dich brauchst, dass du wirklich dir ganz gemütlich machst. Und dann, wenn du für gefunden hast, komme hier wieder ganz an. Und spür nochmal in die Verbindung zum Boden hinein. Und durchwandere nochmal deinen ganzen Körper. Schau, dass du hier wirklich gut alles Gewicht wieder gut abgeben kannst. Und dann spür nochmal in die Verbindungspunkte deines Körpers zum Boden hinein, wie jetzt in Berührung sind, und stell dir vor, dass du genau durch diese Bereiche jetzt mal ganz bewusst hindurchatmest. Und ausatme dabei, das Gewicht des Körpers immer mehr und mehr abgibt. Wenn dass du dich mit deiner Atmung wieder ganz in deinen Körper hineinfühlen. Spür wieder den Kreislauf, die Bewegung deiner Atmung, wie sie ein- und ausströmt. Ein kühler Atem über die Nasenlöcher einströmt. Ein warmer Atem wieder ausströmt. Und dann lass dich mit deiner Atmung jetzt wieder ganz nach innen fühlen. Nimm die Bewegung deines Bauchraums wahr. Und spüre, wie die Bewegung ganz wie von alleine geschieht, ohne dass du etwas dafür tun brauchst. Überprüfe nochmal für dich, ob du wirklich ganz bequem liegst oder ob es noch eine Veränderung oder eine Bewegung bedarf, dass du jetzt wirklich in die Stille finden kannst. Und dann erlaube deinem Körper jetzt hier ganz still zu werden. Dich nicht mehr zu bewegen, sodass du nur noch die Bewegung in dir wahrnimmst, die ganz von allein geschieht. Und dann lass dich hier ganz in deiner Vorstellung von den Wellen deiner Atemzüge, von dem Kommen und Gehen deiner Atmung, ganz in das Gefühl von Entspannung hineinführen. Mit jeder Einatmung entsteht dabei immer mehr Weite, immer mehr Raum in dir. Mit der Ausatmung kannst du immer mehr das Gewicht vollständig loslassen, dich tragen lassen, ganz vertrauensvoll.
und alles das, was jetzt vielleicht noch wichtig erscheint, kannst du jetzt mit der Ausatmung auch an dir vorbeiziehen lassen. Ganz in dem Vertrauen darauf, dass es jetzt in dem Moment für dich nichts zu tun gibt, außer wahrzunehmen, zu beobachten. Und auch in dem Vertrauen darauf, dass später alles Wichtige zu dir zurückfinden wird. Und du jetzt einfach nur da sein kannst. Einfach nur wahrnehmen kannst, beobachten kannst und dich hier wirklich mit deinen Atemzügen immer mehr und mehr in deinen Körper hineinbegeben kannst. Und während du dich weiterhin Fragen lässt von deinen Atemzügen, kommen und gehen, deine Atemzüge beobachtest, lässt du nun vor deinem inneren Auge ein wunderschönes Bild entstehen. Und du befindest dich dabei auf einer wunderschönen Landschaft, auf einer wunderschönen grünen Wiese. Dabei das Gras unter deinen Füßen. Es war wie mit der Ausatmung die Bilder um dich herum immer klarer werden. Begibst dich dann auf einen Spaziergang durch diese wunderschöne deine Landschaft. Es war wie der Wind durch deine Haare weht, wie er dich erfrischt. Und wie die Umgebung um dich herum eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Und du merkst, wie du mit jedem Schritt dich immer mehr aufladen kannst. Und so schaust du dich jetzt in deiner Landschaft um. Lass die Bilder vor dir immer klarer werden. Und du merkst, dass diese Landschaft, diese Ruhe, diese Umgebung um dich herum deine ganz eigene Ruhe und Entspannung widerspiegeln. Und dass sich der Wind um dich herum deine Atmung angleicht. Und so nimmst du nun in deiner Vorstellung all das in dir auf.
Und dann merkst du, dass langsam eine Zeit wird, wieder zurückzukehren. Du schaust dich ein letztes Mal in deiner Umgebung um. Wanderst dann wieder zu dem Ausgangspunkt zurück, an dem du gestartet bist. Dort wieder ganz an, schließt deine Augen in deiner Vorstellung und kommst dann mit den nächsten Atemzügen wieder ganz in deinen Körper zurück. Deine Atemzüge dabei wieder tiefer werden, spürst in diese Bewegung deines Bauchraumes hinein. Und lässt dich mit Unterstützung deiner Atmung wieder ganz zurückführen in diesen Raum. Nimmst dabei wieder deinen ganzen Körper wahr. Sei die Kontaktflächen, die jetzt mit dem Boden in Berührung sind. Deine Atemzüge dabei nochmal durch alle Bereiche deines Körpers hindurchströmen. Atmest dabei nochmal tief und bewusst über die Beine in die Fußflächen hinein. Stell dir vor, dass du mit der nächsten Ausatmung vom Bauchraum aus über deinen Rücken und über deine Schultern hindurchatmest. Lass deine Atmung noch einmal über die Schultern, in die Arme und in die Hände ausstrahlen. Den Atem ein letztes Mal aufsteigen und atme noch mal ganz bewusst in den Hinterkopf hinein. Das Gesicht dabei noch mal ständig los und entspannt dein Gesicht. Lass den Atem über deine Nase jetzt noch mal ganz bewusst bis in alle Körperbereiche hindurchströmen. Und dann hier lasse die Atmung jetzt wieder tiefer werden durch deinen Bauchraum hindurch und komme dabei mit deiner Aufmerksamkeit wieder ganz zurück in deinen Raum hinein. Beginne dann deine Füße und deine Hände wieder zu bewegen. Beginne dich zu recken und zu strecken. Schau, was dir jetzt in diesem Moment gerade gut tut. Wenn du magst, kannst du dich auch noch einmal auf deine Lieblingsseite drehen. Und so wieder ganz in deinem Raum ankommen. Und dann ganz in deiner Zeit finde wieder zurück in eine sitzende Position auf deine Yogamatte. Und lasse für diesen kurzen Moment dabei nochmal deine Augen geschlossen. Spür dich in dieser Position.
Spüre hier auch nochmal deine Atemzüge durch deinen Körper hindurch. Und beobachte und schau mal, wie du dich jetzt fühlst nach dieser Yogastunde. Um dann wieder vollständig zurückzukommen, öffnest du die Augen. Namaste.